So sehr sie uns auch nahe geht und zu Tränen rührt die Geschichte der Violetta Valerie in La Traviata, der Typus der im Luxus lebenden und sterbenden Kurtisane im Paris des 19. Jahrhunderts hat bei Regisseur Andreas Homucki ausgedient. Er holt die Story ganz nahe an unsere Zeit heran. Es funktioniert, wenn man sich überlegt, wie heute auch noch junge Mädchen, junge Frauen, deren einziges Kapital ihre Schönheit und ihre Jugend ist, sich hineinwerfen in eine Partyszene, in eine virtuelle Karriere, vielleicht als Model, die dann, in der sie dann unter Umständen kaputt gehen an dem Druck und auch an dem Umstand, dass sie dann irgendwann fallen gelassen werden, wenn die Jüngeren nachwachsen. Denn das ist sicher, Jüngere gibt es immer. Ohne die grenzenlose und auch grenzüberschreitende Liebe und das Schicksal von Violetta und Alfredo in einem detailgenauen Milieu zu verorten, schaffen Andreas Homucki und sein Bühnenbildner Frank-Philipp Schlössmann Räume, die die Chance bieten, sich ganz auf die Personen und ihre Psychogramme zu konzentrieren. Entscheidenden Einfluss auf die Geschehnisse nimmt alsbald Alfredos Vater, Giorgio Germont, der durch den unmoralischen Lebenswandel des Sohnes seine eigenen wohlgeordneten Familienverhältnisse in Gefahr sieht. Ich möchte zeigen, dass er zwar hier als Katalysator eine ungute Wirkung entfaltet, das ist aber nicht seine Schuld aus meiner Sicht, sondern es ist die Schuld dieser Gesellschaft, die wir hier zeigen, die einfach außer Rand und Band ist und destruktiv ist und Menschen zerstört. Und Germont befindet sich in einer tragischen Konstellation. Er kann eigentlich gar nicht anders als das zu fordern, was er fordert. Und wir haben das unterstrichen, indem wir beispielsweise auch versuchen, diese Familie auf die Bühne zu bringen, zu zeigen, was ist das eigentlich für eine Familie? Wo kommen die her? Und wie weit sind die eigentlich entfernt von dieser Partygesellschaft? Da ist eine große, große Kluft. Zurück bleibt eine Ausgestoßene, eine tragisch einsame Frau. Ihr Lebenswandel hat sie krank gemacht. Ein Lebenswandel, der von sexueller Rastlosigkeit, einem geradezu verzweifelten Lebenshunger, aber auch von übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum gekennzeichnet war.